Jo, herzlich willkommen. Wir spielen heute Stratego gegen einen guten Spieler mit 400 Elo. Für die Leute, die Stratego noch nicht kennen, es gibt eine Armee und man muss versuchen, die gegnerische Armee zu schlagen. Dafür gibt es Ränge. 10 ist die stärkste Figur und 2 sozusagen die schlechteste. Und wenn ein 10er gegen einen 2er kämpft, gewinnt der 10er genauso wie wenn ein 10er gegen 8er kämpft. Man hat die Fahne. Das ist sozusagen der König beim Schach, also den müsst ihr beschützen. Man kann sie mit Bomben beschützen, man muss sie aber nicht einmauern. Die Dreierfigur kann gegnerische Bomben entschärfen, die Zweierfigur kann so ziehen wie ein Turm beim Schach, also mehrere Felder überspringen. Und der Spion kann den gegnerischen Marschall töten, wenn er selbst angreift. Okay, wir fangen einfach direkt an, wir starten mit dem Szenario. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, weil ich ihn als guten Spieler betitelt habe. Nicht, dass ihr dann sagt, okay, aber ich. Das ist dann mein Bronze-Spieler, also sehr schlecht. Also, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein so extrem krasser Pro in dem Spiel, aber ich habe es früher immer gespielt und hatte immer eine coole Zeit. Deswegen habe ich Bock, mal wieder ein bisschen zu zocken. Ich bin auch leider wieder auf Bronze zurückgefallen, weil gerade war ich zwar Silber, aber dann habe ich gegen einen Spieler gespielt und wurde dann disconnected und es wurde als Verlust gewertet, beziehungsweise ich konnte die Partie gar nicht richtig starten. Was ein bisschen schade ist. Okay, er stellt seine Sechser da auf jeden Fall in die Offensive. Ja, ich möchte mal schauen, was sich hier so verbirgt. Okay, ein Vierer. Er geht derweil hier in die Offensive. Und ich gehe rechts in die Offensive. Also kann man sagen, er greift im Zentrum an sozusagen. Und ich greife am Flügel an. Okay, er möchte sich den hier auf jeden Fall schnappen, denke ich mal. Da ist sinnvoll, dass ich den dahinter ziehe. Weil wenn das irgendeine stärkere Figur ist, dann möchte ich den gerne behalten, den 7er. Ich weiß nicht, ob es eine stärkere Figur ist. Es könnte halt auch Bluff sein. Okay, wir holen uns hier den 4er dann mal ab. Das halt auch nicht. Und das ist auch nicht schlecht für uns. Dann können wir uns den 6er einfach so abholen. Kann natürlich jetzt sein, dass er hier den 6er sich zurückholt. Okay, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich greife hier einfach mal weiter an. Ohne Bombe. Das gefällt mir natürlich nicht so. Jetzt habe ich meinen Sechster verloren. Würde mich mal interessieren, was das hier eigentlich für einer ist. Er blufft auf jeden Fall. Also er sagt, okay, das ist wahrscheinlich eine starke Figur, aber wahrscheinlich auch nicht tatsächlich seine neuen. Okay, das gefällt mir nicht so. Ich möchte mal schauen, was sich hier so verbirgt. Speziell die Figur würde mich interessieren. Schauen wir mal, was hier so los ist. Bringen wir mal eine 10er in Stellung, das schadet auch nicht. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt hier irgendwie schon so ein Spion oder so ist. Weiß man halt nicht. Ich sollte auf jeden Fall nicht den Zehner als Zehner zu erkennen geben, weil sonst habe ich hier ein Problem mit dem Neuner. Ist halt schon die Frage, wie wir es jetzt hier am besten machen. Weil wenn ich den Zehner hier zu erkennen gebe, dann weiß er, dass der Zehner nicht hier sein kann und haut mir den Achter raus. Was mir nicht so passt. Ich möchte mal schauen, was hier los ist. Tatsächlich ein Dreier. Okay, das ist nicht so geil. Jetzt habe ich hier mal mit Speer verloren. Vielleicht müssen wir einfach hier mal angreifen. Er steht auf jeden Fall schon leicht besser jetzt, denke ich, weil er hier schon meinen Achter fixiert hat. Und sobald er meinen Zehner sieht, kann er den Achter schlagen, weil dann weiß er, dass das hier nicht mehr der Zehner ist. Passt mir nicht so gut. Wir können mal schauen, ob sich hier wirklich eine starke Figur dahinter jetzt verbirgt. Das ist auf
jeden Fall interessant, weil ursprünglich dachten wir, dass hier vielleicht eine starke Figur ist. Aber vielleicht war es auch Bluff. Da greifen wir gerne mal an. Ach, es ist nur ein Zweier, das ist gut, weil jetzt muss er sich hier noch. Okay, muss er sich noch. Muss er noch zeigen, was in ihm steckt. Ist das eine Bombe? Ich denke nicht, oder? Sechser. Okay. Was das hier schön ist? Ein Vierer. Ist irgendwie nicht so leicht. Ich hoffe einfach, dass er hier nicht den Zehner angreift. Weil sonst haben wir ein Problem. Das ist auf jeden Fall interessant. Sehr interessant sogar. Das ist ja, glaube ich, eine eher schwächere Figur. Ist es sinnvoll, das jetzt anzugreifen? Ich möchte hier angreifen. Ich möchte sehen, was sich hier wirklich verbirgt. Okay, interessant. Das scheint nicht so stark zu sein, sonst würde er es weghauen. Ah, auch ein Siebener. Das ist natürlich auch interessant. Keine Ahnung, was das jetzt hier für eine Figur ist. Fakt ist auf jeden Fall, mein 8 hat immer noch ein verdammtes Problem. Aber wenn man sagt, er ist eh weg, sozusagen, wenn er den Schuss schlagen könnte, kann man versuchen, hier mal den Exit zu machen. Es kann natürlich sein, dass das die 10 ist jetzt. Aber ich weiß nicht, ob er den weghaut. Tatsächlich. Scheiße, wäre mein Spion nur hier gestanden. Das wäre halt stark gewesen. So ist natürlich jetzt Kacke. Okay, er hat 10 und 9 hier. Das heißt, ich muss schauen, dass ich da möglichst schnell, möglichst aggressiv jetzt auf der Seite hier vorgehe. Dazu verwenden wir am besten den hier. Er geht derweil da in die Offensive. Er möchte sich wahrscheinlich den hier anschauen. Das gefällt mir nicht so. Da würde ich gerne zur Seite gehen. Ich hätte einen Fünfer. Ist auch interessant. Ja, irgendwie steht es nicht so besonders gut, weil er mir jetzt schon einen Achter geschlagen hat. Jetzt hier die 10, hier die 9. Können wir da irgendwas machen? Ist halt schon schwierig. Ich muss auf jeden Fall irgendeinen krassen Bluff auspacken, sonst kann ich nichts mehr tun. Mir fällt jetzt aber auch nichts Gutes ein. Das Problem ist halt auch irgendwie, die Stellung ist ziemlich festgefahren. Also ich habe nicht wirklich auf irgendeiner Seite ein gutes Spiel. Er zieht den wieder zurück, das ist interessant. Er hat hier immer noch die Zähne, glaube ich. Ich muss einfach ein bisschen in die Offensive gehen. Sonst wird es schwer für mich, da was zu machen. Bringen wir den mal ins Spiel. Okay, er kann den hier festsetzen. Was mir nicht so passt. Und kann dann seinen Neuner holen. Aber dann gewinne ich Zeit. Und er hat einen 8 und kann abtauschen. Okay, das ist schlecht für mich. Wir müssen irgendeinen krassen Bluff auspacken, sonst haben wir, denke ich, wenig Chancen. Wir müssen, denke ich, all in gehen und einfach versuchen, die Seite hier irgendwie zu stürmen. Ich denke, das ist das Beste, was wir machen können in der Situation. Dann hat er noch Aufklärer. Ja, noch sehr viele. Weil Spione sind halt sehr in Gefahr, von Aufklärern geschlagen zu werden, wenn wir sie einfach irgendwo hinstellen auf die offene Linie.
Schwierig. Okay, versuchen wir hier ein bisschen was zu machen. Haben wir hier schon reingehauen? War das eine Bombe? Scheiße, ich glaube, wir haben davor schon reingehauen, oder? Das war natürlich dann doof. Ja, greifen wir einfach mal an. Er versucht weiter auf der Seite hier zu spielen. Okay, jetzt hier in die Offensive. Okay, wir können es einfach nur so stehen lassen eigentlich. Müssen irgendwie einen Achter zurückgewinnen, sonst ist die, ja, sind das die Maus halt aus. Ich weiß nicht, wie wir dann einen Achter zurückbekommen können. Ich weiß auch noch gar nicht, wo der zweite Achter ist von ihm. Die Frage, ob er da reinhaut. Ist halt nur ein Dreier. Ich weiß auch gerade gar nicht. Fuck, wo war eigentlich sein Zehner? War der jetzt hier oder hier? Ich bin ziemlich blöd. Ich konnte es mir jetzt nicht merken. Ich glaube, hier war sein Zehner, ne? Ja, macht Sinn, weil hier wird er sie nicht hinstellen, wenn er der Spion sein könnte. Okay, hier ist wahrscheinlich sein Zehner. Und hier hat er irgendeine andere Karte noch reingesetzt. Irgendeine andere Figur. Okay, holen wir einfach mal die Figur mit ins Spiel. Ihr bringt hier noch eine Figur ins Spiel aus der zweiten Reihe hinten. Ich weiß nicht, es könnte irgend so ein 4 oder so sein, dann verlieren wir die Figur hinten. Wir können auch mal schauen, was sich hier hinten verbirgt. Das wäre auch mal ganz interessant. Er möchte wahrscheinlich so tun, als ob das hier der Spion wäre. Aber er hat ja auch am Anfang schon ziemlich viel geblufft, also wir können uns nicht sicher sein, dass das wirklich der Fall ist. Hauen wir einfach mal drauf. Okay, ein Fünfer. Ja, gut. Ist halt ein bisschen unglücklich, aber kann man nichts machen. Wir können mal versuchen, hier unsere Figuren zu holen. Moment mal, den können wir sogar schlagen, ne? Weil hier eine Bombe ist. Okay, haben wir wenigstens einen Fünfer wieder gewonnen, aber es steht immer noch nicht so gut. Okay, jetzt wird es hier tricky. Er haut hier mit einem Neuner rein. Eieiei. Das ist auf jeden Fall interessant. Neuner abtauschen will ich nicht, also abtauschen ist nicht so sinnvoll für mich. Okay. Er dachte, dass das hier könnte vielleicht der Zehner sein oder deswegen hat er nicht reingehaut. Ich weiß nicht. Schwierig. Aber er weiß, es könnte immer noch eine Bombe sein aus seiner Sicht. Also er wird wahrscheinlich nicht reinschlagen. Mit einer hohen Figur. Ich möchte mir mal den hier abholen. Okay, eine 6. Es war nur Bluff quasi, kann man sagen. Das war gar nicht der Spion. Jetzt hat er gesehen, dass das hier die 9 ist. Jetzt wird er abtauschen. Ich kann es nicht verhindern, weil hier seine 10 ist. Also, ja. Ich kann eigentlich nur abtauschen. Oder habe ich da jetzt was falsch gesehen? Er bringt seine nächste Figur ins Spiel. Ich denke, er wird seinen Spion noch gar nicht bewegt haben, sondern auch einfach irgendwo sitzen haben. Er hat halt immer noch die 8 Vorsprung, was mir nicht passt. Ich frage mich, wie ich es schaffen kann, da ein bisschen was zu machen noch. Aber es ist halt mega schwer. Okay, hauen wir einfach mal raus. Tatsächlich hat er seine scheiß 8 stehen. Ist ekelhaft jetzt die Stelle. Ich kann versuchen, hier Gas zu geben ohne Ende. Sonst kann ich wahrscheinlich nichts machen. Zudem ist es, dass sich die Seite hier einfach nicht bewegen kann, der hier angreifen kann.
Okay, versuchen wir hier einfach auf der Seite Hardcore was zu machen. Vielleicht haben wir ja Glück und er hat seine Fahne hier irgendwo hingestellt. Ah, fuck, jetzt hat er auch noch den 7er gesehen. Wenn wir den abholen, das ist ganz vorbei, aber er kann dann halt easy mit dem 10er sich holen. Ach so, und dann gibt es noch diese zwei Zugregel. Also ich kann hier quasi nicht zurück. Jetzt ist also die Stellung schon fast verloren. Kann ich noch irgendwas machen? Wir können hier hardcore in die Offensive gehen. Mit irgendwelchen Figuren. Versuchen einfach schnell. Schnell seine Figuren hier zu eliminieren auf der Seite. Aber er greift hier an, er hat also quasi, wir haben eigentlich keine Chance. Oder fast keine Chance. Probieren wir aber noch ein bisschen was zu machen. Also jetzt ist die Stellung schon fast aussichtslos eigentlich, weil wir einfach keine Figuren mehr da haben. Aber vielleicht haben wir Glück. Okay, das ist wahrscheinlich keine Bombe, oder probieren wir es einfach? Nee, ein Fünfer, scheiße. Ja, letztendlich können wir nichts anders machen, als versuchen, ein bisschen auf Glück ein bisschen zu spielen und versuchen einfach möglichst viel noch abzuräumen von ihm. Ja. Wie gesagt, wir können nicht wirklich was machen. Außer vielleicht den Zehner erobern. Okay, damit ändert sich wieder alles. Das war ein Hammer. Das war ein Hammer, dass er da reingelaufen ist. Und jetzt stehen wir plötzlich wieder auf Sieg. Also, wie kann sowas passieren? Also, man kann sagen, es war von ihm eigentlich. Es war eine Leichtfertigkeit, dass er das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob wir auf Sieg stehen, aber wir stehen auf jeden Fall wieder gut da. Und wir müssen, glaube ich, schnell verteidigen, damit wir hier nicht überrannt werden, oder? Bevor er sich hier alles holt. Das ist die Frage. Sollen wir hier mal draufhauen? Spion ist ja eigentlich eh nur eine Erkundungsfigur. Ach nee, der trifft jetzt hier auch noch. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Zehner gleich mal zurückbringen. Das sagt mir mein Gefühl. Weil hiermit können wir den nicht schlagen. Wir können mit dem Siebener den hier schlagen. Okay, er wird den Siebener abtauschen. Das ist ein bisschen schade, aber das können wir nicht verhindern. Tauschen wir ihn selbst ab. Mein Zehner muss schnell wieder hier zurückkommen, weil sonst gibt er hier Gas und macht mich mehr fertig und erobert meine Fahne. Das wäre nicht so geil. Ich weiß halt nicht, was jetzt hier so ist, weil er hat ja seinen Spion noch. Schauen wir mal. Okay, Volltreffer. Das war jetzt Glück, dass ich seinen Spion hier getroffen habe. Das ist halt extrem gut für mich, weil jetzt ist mein Zehner quasi frei, kann überall rumlaufen. Und ja, das gefällt mir natürlich sehr gut. Schwierig. Was können wir da machen? Ich muss auf jeden Fall meinen Sechser schützen. Sonst habe ich ein Problem. Was ist seine höchste Figur? Er hat noch einen 7er und einen 8er. Der 8er ist hier. Okay. Ah, ganz schwierig, ganz schwierig. Jetzt auch noch ziemlich viel Kleinzeug.
Auf jeden Fall ein spannendes Spiel, weil es nicht so klar ist jetzt. Hier haue ich natürlich ab. Alles andere wäre nicht so clever. Es macht auf jeden Fall nichts Sinn, den Zehner hier hinten gegen den Achter zu fixieren, denke ich. Wie können wir das Spiel gewinnen? Das ist jetzt die Frage. Das ist irgendwie nicht so leicht. Wenn wir den Zehner gegen den Achter fixieren, dann hat noch sein Siebener noch freie Bahn. Und der hat dann noch ziemlich viele von den kleinen Figuren. Das gefällt mir nicht so. Wir sollten auf jeden Fall die 2 behalten, weil die sichern uns am Ende notfalls ein Remis vielleicht ab unter Umständen. Schwierig. Ich weiß nicht genau, wo der Fehler war. Ich glaube, ich hätte den 7er nicht abtauschen dürfen. Das war, glaube ich, nicht so gut. Hier ist auch noch eine Figur, ne, die man schlagen kann. Okay, schauen wir trotzdem mal, wo der hin will. Ich gehe hier mal vorwärts. Ich möchte schauen, was das ist. Das ist der Siebener? Ne, ein Vierer. Scheiße. Ich muss unbedingt einen Siebener erkennen. Das wäre mega wichtig. Aber es wäre gut, wenn ich einen Zweier behalten würde. Sonst komme ich irgendwann in Zugzwang wahrscheinlich. Schon nicht so leicht. Moment, aber da kann ich mir dann eine Figur holen, oder am Ende? Ich glaube schon. Spion hat er ja keinen mehr. Okay, ich habe seinen Achter erobert. Die Frage ist jetzt, wie geht's hier weiter? Auf jeden Fall muss ich verteidigen, das ist das Wichtigste. Puh, was für ein spannendes Spiel. Ich hoffe, dass er nicht meinen letzten Mineur schlägt, sonst habe ich ein fucking großes Problem. Warte, war das der 7? Das könnte der 7er sein, ne? Fuck, das ist auch ein Dreier. Das wäre richtig gefährlich dann. Dann könnte er mich vielleicht schlagen. Okay, zum Glück nicht. Weil wenn er hier einfach losgelaufen wäre, das wäre ein Dreier, dann hätte er quasi freie Fahrt. Das wäre nicht so geil. Ich hoffe einfach, dass er nicht die Figur hier schlägt. Weil dann wäre es halt Remis, aber macht er vielleicht, weil die Struktur könnte so aussehen, als ob das hier. Oh, das ist gut, das ist gut. Dann habe ich noch eine Chance. Könnte so aussehen, als das eine Flagge wäre. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, den hätte er hier opfern sollen. Und jetzt können wir noch was machen, weil solange wir noch einen Dreier irgendwie halten können, können wir noch eventuell gewinnen. Das ist wahrscheinlich der. Er hat aber noch ziemlich viele Dreier, das ist halt gefährlich. Okay. Vielleicht sollten wir unsere Dreier jetzt auch mal ins Spiel bringen. Er wird wahrscheinlich davon ausgehen, dass das unsere Fahne ist, anhand unserer Struktur mit den drei Bomben. Nein, jetzt habe ich mich verdrückt. Ach, blöd. Ich wollte eigentlich den Dreier hier hin spielen. Also den hat er gezogen, den, den. Okay, er zieht mit ziemlich vielen Figuren hier. Kann ich den Sturm der Bauern der 5 Figuren hier irgendwie aufhalten? Dass sie nicht von allen Richtungen kommen, das ist halt so die Frage. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da hinten nicht sein Siebener ist. Dann die Frage, vielleicht sollte ich jetzt auch einen Gegenangriff schnell initiieren.
Könnte auch nicht schlecht sein. Ups. Ah ja, das ist nicht verbunden. Fuck, jetzt habe ich mich verdrückt. Ich wollte den Dreier nicht dahin spielen, sondern ich wollte ihn eigentlich dahin spielen, um hier selbst anzugreifen. Jetzt habe ich drei Züge verloren. Das ist schön doof. Ich hoffe, dass er wieder kommt, weil das Spiel ist mega spannend. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier schlagen kann in der Spielsituation. Weil ich habe zwar die höchste Figur, aber er hat viel mehr Kleinzeug. Und es ist echt unklar. Ich hoffe, er kommt zurück, aber ich will den jetzt wirklich besiegen noch. Aber das Wichtige ist, dass ich gewinne. Und das ist auf jeden Fall der Plan. Ich meine, gut, wenn wir natürlich das Spiel jetzt wegen Disconnection gewinnen würden, wäre es halt extrem dirty, aber es wäre trotzdem geil, weil dann könnten wir hier den Sieg einfahren und es wäre einfach extrem nice, das Spiel zu gewinnen noch, weil wir waren eigentlich vor Verlust gestanden. Aber wenn er zurückkommt, wird es schwer. Irgendwie habe ich schon einen Fehler gemacht, ich hätte nicht so viel abtauschen sollen. Weil durch das Abgetausche ist es hart, irgendwas zu machen. Vielleicht ist es auch Remis jetzt, ich weiß nicht. Also wahrscheinlich muss ich in der Verteidigung bleiben, weil er sonst mit Dreiern einfach die Bomben auseinandernehmen kann. Ich könnte mir vorstellen, hier ist vielleicht ein Dreier versteckt. Die beiden hat er auch schon gezogen. Ah, er ist zurück. Okay. Es bleibt spannend. Also gehen wir hier wieder vor. Ist vielleicht ein bisschen planlos aus seiner Sicht. Aber ja. Oder soll ich einfach in die fucking Offensive gehen? Das geht natürlich auch. Ja. Einfach mal hier ein bisschen vorgehen. Offensiver wäre schon geil, weil ich will das Spiel ja gewinnen und nicht nur irgendein Remis oder so dann rausbekommen am Ende. Kommt der noch rechtzeitig zurück? Das ist meine Hauptfrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Züge braucht er, um zu schlagen. 2, 3, 4, 5. Ja, der Zehner muss rechtzeitig zurückkommen. Das ist so das Wichtige. Wo ist halt sein scheiß Siebener? Das ist so die Hauptfrage. Irgendwie kommt er doch schneller in die Offensive als ich. Das ist nicht so geil. Jetzt bin ich doch irgendwie in der Defensive. Dabei wollte ich eigentlich in der Offensive sein. Ach nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Einen totalen Bock. Ich bin weggegangen. Ich muss hier bleiben, damit ich schützen kann. Oh mein Gott, bin ich dumm. Oh mein Gott, bin ich dumm. Okay, Riesenglück gehabt. Es scheint kein Dreier zu sein. Kann sich nur mal den Schweiß abwischen. Das heißt, das wird vielleicht der Siebener dann. Vielleicht, man munkelt. Okay, dann kann ich mir die eigentlich mal abholen. Obwohl, dann kommt der Dreier von der anderen Seite. Dann muss ich notfalls mit meinem Dreier halt noch zurück. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ja, komm, befragen wir den mal. Okay, haut schon wieder ab. Ah, schwierig. Was können wir da machen? Gehen wir mal zur Seite. Boah, es ist ein mega interessantes Spiel. Okay. Mein Gefühl sagt mir, es ist wahrscheinlich ein Siebener, oder? Aber ich weiß nicht, ob ich mit dem Zehner da überhaupt hinterlaufen kann. Oder ob das Spiel dann einfach aus ist. Aber es ist wahrscheinlich kein Dreier, denke ich, sondern ein Siebener. Es ist auch gefährlich, wenn er hier kommt. Aber der bringt ihn halt extrem ins Abseits, mein Marshall, wenn ich jetzt da hinterlaufe und einen zu sagen. Ist es gut oder nicht? Das ist die Frage. Das ist eines der wenigen Spiele, wo es im Endspiel wenn auch wirklich zur Sache geht. Shit, Alter, was sollte ich jetzt hier machen? Wenn ich einen Plan hätte, wäre ich vielleicht auch kein Bronzespion jetzt hier. Woher wollen wir uns denn abholen? Ich weiß halt nicht. Ist nicht so klar. Okay, gehen wir einfach mal davon aus. Wenn es ein 7er wäre, ist er hier eh ungefährlich. Wenn es ein 3er ist, dann ist er hier grundsätzlich gefährlich, weil er hier von der Seite mich auch belagern kann. Vielleicht möchte den noch abtauschen. Das kann halt auch sein.
Irgendwie bin ich ein bisschen planlos bei der Sache. Wie viele Figuren fehlen eigentlich? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, er hat auch viel mehr Figuren. Er spielt auf jeden Fall auf Gewinn, das kann man sagen. Ich versuche es nur irgendwie zu halten. Ist nicht so geil. Ich meine, wir könnten den uns natürlich holen. Das müssten wir irgendwie schaffen. Wenn wir uns den holen können, das wäre mega geil. Ich hoffe einfach, dass das da hinten der 7er ist. Sollen wir es riskieren? Wenn das der 7er ist, haben wir sonst ein Problem. Ach so, er sieht auch, dass das hier der 6er ist und denkt, dass hier einer davon noch der 3er ist. Ich weiß nicht. Aber sollen wir uns mit dem Remis zufrieden geben und versuchen, hier irgendwie ein Remis zu schaffen und den hin und her zu ziehen? Aber Remis, ja, das wäre schon geil, wenn man da irgendwas machen könnte noch. Ach so. Sollen wir uns denn abholen? Aber klug ist eigentlich nicht, weil dann kommen die anderen von allen Seiten. Ich möchte mal schauen, was passiert, wenn wir uns den abholen. Vielleicht ein grober Fehler, aber keine Ahnung. Ist auf jeden Fall lustig. Ach, da schau an, das waren Zweier. Okay, das gibt mir auf jeden Fall Zeit. Dann hole ich mit denen einfach derweil ab. Ich bin dem schon gezogen, ich glaube nicht, oder? Okay, Mineur. Das passt mir nicht so. Ich hätte mir lieber den 7er hier geholt. Wir müssen hier hin. Ah, und jetzt sind wir geblockt. Das ist natürlich scheiße. Okay, ich verstehe seinen Plan. Er kann jetzt hier zu die Figuren blocken, aber wir müssen sowieso schnell reagieren, weil sonst. Ah, fuck, das ist der 7er. Ficken, er kann jetzt hier einfach durchlaufen. Okay, er macht so, das ist ganz gut. Vielleicht ist es doch kein Dreier. Das war doof, ich hätte mich hier sichern können. Weil der ist ja auch schon gelaufen, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Tatsächlich, ah, fuck. Ja, damit war's das. Jetzt macht er mich halt fertig. Ich kann hier immer hin und her laufen, aber er kann von der anderen Seite einfach kommen Minören. Okay, ich habe noch eine Chance, einfach all in zu gehen. Also ich werde verlieren, weil er hier einfach von beiden Seiten, weil er weiß ja, dass alles Bomben sind. Oder die Fahne, das heißt, er kann mir mit Minören einfach alles abgrasen. Also meine einzige Chance ist eigentlich hier all in zu gehen und hoffen, dass seine Fahne zufällig irgendwo offen rumsteht. Aber selbst da ist er halt deutlich schneller, wenn ich. Aber ja, probieren wir es. Okay, damit hat er gewonnen. Naja, schade, aber ich dachte, wir wären gut gestanden, nachdem ich seinen Marshall bekommen habe. Aber es war ein interessantes Spiel. Vielleicht hätten wir die Hochfiguren nicht abtauschen sollen. Naja, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal.